Experimente veranstalten wir hier? Oh oh. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Sef bringt ein neues Video raus. Krank. Ich komme aus dem Urlaub zurück. Krank. Eigentlich müsste ich im Bett liegen, aber dann ist mir so eingefallen, ich bin ja Gamer. Ich wünschte, es gäbe in Real Life so ein Medkit-Item. Oder irgend so ein Trank, den man sich reinjagt und dann ist der Balken wieder voll. Also Real Life ist doof. Wir haben nur Krippostat C. Und dann kommt Bier ins Spiel. Ich versuche das jetzt aufzunehmen, Freunde, ja? Aber wenn ich das nicht kann, dann versuche ich es mir nicht anmerken zu lassen. Lasst aber bitte mal einen Daumen nach oben da, dafür, dass ich es trotzdem versuche. Ein Like, ein Gesundheit. Kapitel 12. Leon erfährt, dass Jack Krauser, sein ehemaliger Mentor, an Ashleys Entführung beteiligt war. Krauser tötete Louis ohne jeden Skrupel und verschwindet dann spurlos. Verwirrt und wütend macht sich Leon auf, um Ashley zu finden und Louis den letzten Wunsch zu erfüllen. Hast tapfer gekämpft, Don Quixote. Das war so sad, ey. Naja, Kapitel 12. Damit kommen Sie nicht davon, Krauser. Oh, vorerst fürchte ich leider schon, denn es müssen noch einige fiese Fieslinge zum Heulen gebracht werden, bevor wir endlich die Abrechnung erleben können und feststellen, wer Spaniens bester Schnitzer ist. So, wir sollen zur Oberfläche gelangen und wähnen Louis' Schlüssel in unserem Besitz, der nochmal was ist? Ein Schlüssel, den Leon von Louis erhielt. Dankeschön, Game. Wirklich sehr aufschlussreich. Ich bin begeistert. Nein, ich meine mich gerade erinnern zu können, dass uns das Zugang zu seinem geheimen Laboratorium verschafft, wo hoffentlich ein Gegenmittel auf uns wartet, sonst wird es ja sehr bald zappenduster. Boah. Ja, wo ich gerade so feist an meinen Gesundheitszustand erinnert wurde, können wir eigentlich, also sind wir an einem Punkt, wo wir einen akuten Hustenanfall für die Ladung Schrot im Gesicht des lokalen Adels verantwortlich machen können? Das dürfen an der Stelle gerne die Anwälte klären. ihr klärt euch mit einem Abo an dieser Stelle einen Expresszugang zu Spielspaß und roten Haaren. Vielen lieben Dank. Ja, zumindest zu letzterem, weil eines muss ich mal noch erwähnen an der Stelle, bevor es losgeht, ja. Weil das Einzige, was von einem 2-Stunden-Video manchmal übrig bleibt, ist bei Teilen von euch die Aufregung darüber, dass ich die Koffererweiterung nicht gekauft habe. Oh nein, Leute. Was soll ich jetzt bloß tun? Ohne die 2 Gunpowder, die ich liegen lassen musste. Ey, Junge. Kommentarbereich teilweise so emotional instabil wie Babys, wenn Mutti die Nippel wieder einpackt. Junge, ich habe einen Spoiler für euch. Komm. Es ist vollkommen wurscht. Weder für das vergangene noch das folgende Gameplay. Also bitte ich euch an der Stelle nicht, mir, anderen, vor allem euch selber das Game zu versauen, indem ihr euch verhaltet wie die Oberlehrer, die ihr sonst in euren TikTok-Tänzen dafür immer kritisiert. Dankeschön. So, jetzt können wir weitermachen. Bin sehr, sehr gespannt. Der Papa hat gesprochen. Oh, der Papa kriegt einen Anruf. Leon, ich habe nicht viel Zeit. Also hör gut. Freue mich auch, dich zu hören. Sie haben deine Freundin auf den Uhrturm gebracht. Sie hat meine Freundin gesagt. Dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ist alles Kalkül, mein Freund. Sie hat dich so sehr zwischen ihren marionettenspielenden Fingern, Leon Kennedy. Und auch du wirst noch feststellen, dass das Leben keine goldene Gondel Richtung Abenteuer ist. Alright. Wow. Sind wir hier im Disneyland oder was? Moment mal, ich muss mich erstmal ganz kurz sortieren. Es erwarten uns Aufträge. Schande der Familie. Ramon Salazar, dieser Widerling. Ein Text von einem Schreiber, der seinen Brief so anfängt, ist mir schon mal sympathisch. Allein beim Anblick seiner Visage rollen sie mir die Fußnägel hoch. Tu mir bitte jemand den Gefallen und verunstalte sein Porträt für mich. Ich verunstalte auch gerne die Real-Life-Personen, wenn du mich fragst. Es hängt in dem Raum, der auf dem Foto zu sehen ist. Wie es gemacht wird, ist mir gleich. Wahrscheinlich wäre es am besten, es einfach mit irgendetwas zu bewerfen. Mit irgendetwas zu bewerfen? Wie eine Handgranate? Moment mal, das ist interessant. Ramons Porträt verunstalten. 4 Spinelle als Belohnung. Das ist doch in diesem Thronsaal oder was auch immer das sein soll. Mit dem Loch, wo ich runtergestürzt wurde. Oh nein, ich krieg gleich Belastungsstörung. Hör auf, da rumzustöhnen. Ich bin gleich bei dir, mein Schätzchen. Juwelendieb.
Kann mir bitte jemand dabei helfen, ein gestohlenes Schmuckstück zurückzuholen, das eine Krähe stibitzt hat? What? Sie hat es bestimmt zu ihrem Nest gebracht. Es ist ein Familienerbstück und soll nicht als Vogelspielzeug enden. Ein zerkratzten Smaragd verkaufen. Bitte? Im Burghof? Wo ist das nochmal? Ah, hier. Ja, ich schätze mal, wir sind sowieso gerade an einem Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, wollte ich gerade sagen. Hier können wir nochmal zurück. Ansonsten ist Finite. Das heißt, wir sollten nochmal alles abgrasen. Hier ist der Thronsaal gleich. Alles klar, wenn ich rauskomme. Hinter dem Ballsaal. Da ist ein verschlossener Schatz. Ich sehe leider nicht, wie es verschlossen ist. Ob mit so einem kleinen Mini-Key, den wir finden können, oder mit so einem Würfel. Hier dieses Würfelrätsel. Na, ihr wisst schon, was ich halt gesammelt hatte. Ansonsten... Das hier wird zum Beispiel sowas sein. Hier ist der Uhrenturm, da sind sehr viele Schätze. Und hier sind noch... Also hier sind mindestens zwei an der Burgmauer, die ich kriegen muss. Und ein Burghof wartet ja eine Aufgabe auf uns. Okay, wir machen das mal. Oh, nur das Beste vom Besten. Er meint mich. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Ja, wie immer, Alter. Tu nicht immer so, als würden wir uns nicht kennen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die Koffererweiterung absichtlich ignorieren soll, nur um euch wieder zu triggern. Aber then again, schneidet mir das vermutlich ins eigene Fleisch. Also nehmen wir sie mal mit. Rezeptur, schwere Granate. Oh, das könnte ich auch mal mitnehmen, ha? Huh? Erste-Hilfe-Spray. Wenn im Uhrenturm uns ein Bosskampf erwartet, ist vielleicht auch wichtig. Und keine Ahnung, was da für Gegner noch auf uns warten. So beflügelt vom... von der Respawn-Action von Capcom. Mal schauen. Schwere Granate. Ich glaub, na, ja, wir machen das. Alles klar. Und die Broken Butterfly. Sollten wir uns jetzt schon mal die Magnum holen? Also das wird uns für den Bosskampf vermutlich helfen. Ich sehe, du hast ja, ein Auge für komm. Sowas. Und jetzt machen wir was ich hätte schon länger tun sollen. Wir packen das Sturmgewehr mal in die Aufbewahrung. So, dann haben wir... sehr viel Platz tatsächlich. Sind nur mit dem Wichtigsten ausgestattet. Haben die Magnum, die können wir vielleicht noch einmal tunen. Weil wir kriegen ja sowieso relativ viel Geld wieder, wenn wir die dann verkaufen, falls es eine bessere gibt oder so. Achso, nee, nicht in Aufbewahrung, sondern auf einen Schnellzugriff und am besten auf die 6. So, das sieht sehr, sehr entzückend aus. Ich würde an der Stelle gerne mal speichern. Und machen wir das einfach mal so. Und ich glaube, ich bin ready. Nee, tunen willkommen. Wollte ich ja noch. Na dann. Können wir uns das noch leisten? Können wir nicht mit 16, ne? Eine gute die Rüstung müssen wir eigentlich auch noch reparieren. Puh! Ja, das ist vermutlich wichtiger. Wir kommen ja hier sowieso nochmal vorbei. Komm, wir machen das mal so. Lass uns mal ein bisschen Taschengeld hier sammeln. Oh nein. Ich hoffe, jemand hat den Kammerjäger durchgeschickt. Also, eigentlich habe ich das beim letzten Mal schon übernommen, aber hätte ich mal bloß nichts gesagt. Entschuldigung. Zum Glück gehen die so easy down, ey. So, ich muss dahinter. Hier hatte ich gerade was gesehen. Liegt doch auch noch Kram, ja. Ein grünes Kraut und eine Handgranate. Wie konnte ich denn das übersehen zur Hölle? Ich schätze, das war hier. Ja, einmal zack und zack. Wow. Alright. Und da geht's weiter. Ah ja. Sagt der eigentlich was? Wenn man hier drauf schießt? Nee, der ist nicht mehr im Tonstudio. Schade. Ist mit meiner Freundin beschäftigt. Oh, davor war der Raum mit den zwei, wie heißen die? Na, diese Wolverine-Typen. Oh Gott. Hi, grüßt euch. Oh, das geht. Au! Oh mein Gott! Du hast mich leicht erschrocken, Dude. Boah. Sorry, ich hätte jetzt keinen Schrotflintenschuss verschwenden müssen, aber... war leicht nervös. Oh, hi. Nette Ausweich-Action. Da kommen schon die Nächsten. Ah, ich habe jetzt... Bye! Ich habe ja jetzt die Dinger... Nein, gehst du jetzt zu? Bitte nicht. Ich habe ja jetzt hier die Red 9 vollständig aufgerüstet.
Junge! Geh jetzt tot! Oh! Das habe ich auch noch nie gesehen, oder? Entschuldigung. Merkwürdig. Vollkommen demotiviert einfach. So. Was ist hier noch? Ach, so ein paar Bolzen, ein bisschen Zeug. Ja, das brauche ich ja eh nicht. Oh, Seth, kauf den Bolzenwerfer, der ist voll OP. Ne, der ist kacke. Kannst du die immer wieder einsammeln. Ich bin aber blind, ich finde die dann nicht mehr. Ich finde das doof. So, Thronsaal. Wartet da noch wer auf uns? Ich könnte mal die Krauser hier, grünes Krauser könnte ich kombinieren. So. Oder warten wir mal noch. Na komm, wir sind bei nicht ganz einer Hälfte Leben. Ich warte mal noch, aber ich crafte mir irgendwie Muni. Wir haben wirklich kaum mehr Ressourcen. Pistolenmuni oder Schrotflintenmuni? Pistolenmuni ist ein bisschen rar hier gerade. Okay, alles klar. Oh! Merchants feuchter Traum. Sieht ja krass aus. Boah, ich kann hier noch voll looten. Ey, guck mal. Stimmt. Ja, wie geil. Hier war gleich sofort eine Cutscene. Richtig? Chroniken der Arbeit 2. Oktober. 8 Jahre nach meinem Erwachen. Oh nein. Es gibt ja noch so einen zweiten Verdugo, ne? Müssen wir den erst noch eliminieren? Oh, bitte, da lege ich keinen Wert drauf. Ey, einer reicht mir. Endlich geht mein hehres Streben in das letzte Stadium über. Die Verschmelzung von Mensch und Insekt. Wird bald neue Kategorie auf Pyrnhub. Die Haushälterin hat sich gnädigerweise zu dem Experiment bereit erklärt. Ich werde mich mit ganzem Herzen diesem Unterfangen widmen, um die Grenzen des Menschlichen zu überschreiten. Haushälterin hat sich zum Experiment bereit erklärt. Ich weiß nicht. Obwohl, die sind ja alle, haben ja alle richtig einen am Sender, definitiv. Grenze des Menschen überschreiten, Ramon stolz zu machen. Ramon stolz und jetzt liegt er in Einzelteilen. Unten in der Kanalisation. 9 Jahre nach meinem Erwachen. Die Vereinigung ist geglückt. Die Haushälterin musste viele Qualen erdulden, doch nicht umsonst. Sieht die Früchte unserer Arbeit in ihrer ganzen Schönheit. Ich werde dieser perfekten Lebensform den Namen U3 geben. Denn 3 ist die schönste und vollendetste aller Zahlen. Okay. April, 9 Jahre. U3, meine treue Hündin Pesanta, wurde auserwählt, meinem Herrn als rechte Hand zu dienen. Sind 2 Hände nicht besser als eine? Ja, jeder von euch hat auch 2, oder habt ihr die auch abgeschnitten? Also Isidro Uriarte Talavera und die Haushälterin, das sind die beiden Verdugos, richtig? Ich habe es begriffen. Oh, ich hoffe, sie grämt sich jetzt vor Trauer. Geht mir nicht auf den Sack. Hühner! Da ist er! Der Hässliche! Ich muss das mit dem Eimer werfen! Oh, darüber habe ich jetzt überhaupt gar nicht nachgedacht. Ramons Beichte. Mein Gebieter, mein gültiger Vater, segnet die Blutlinie der Familie Salazar mit einem eisernen Hammer. Ramon als Segen für die Blutlinie zu bezeichnen, ist aber auch, so, ich weiß nicht. Ich dachte, zu McDonald's gehen und zu denken, du ernährst dich gesund. Der Gründer meiner Familie nannte die heiligen Lehren der Los Illuminados böse und verfolgte ihre Anhänger. Doch nicht genug. Er raubte ihren wertvollsten Besitz und versiegelte ihn unter der Burg. Oh, welch Blasphemie, welch Anmaßung. Wie lange musste ich mich mit dieser Schande quälen, dass das Blut auch durch meine Adern fließt. Endlich ist der Tag der Sühne gekommen. O geliebter Lord Sadler, ich werde die heiligen Plager, die einst unter der Burg vergraben wurden, freilassen. Die Zeit ist gekommen. Mit der Gnade des Himmels werden die Frevler als Teile der Herde... Alles klar. Verstehe. Ey, legt mal irgendwer von euch Händen ein Ei? Das wäre extrem nützlich. Ne? Ne? Warte mal, ich muss sie... Wie kann ich sie dazu stimulieren? Beantwortet bitte die Frage nicht, ich habe Angst vor der Antwort. Notiz der Haushalterin. O Ramon, mein Gebieter. Ach so, die... Alles klar, sie hat sich wirklich freiwillig dazu ergeben, ne? Mit dem Eingriff werde ich endlich die Grenzen dieser sterblichen Höhle überwinden. Was jetzt noch von mir übrig ist, wird schon bald nicht mehr sein. Heilige Leib ist ein wahres Wunder. Da, Loyalität und so weiter. Ja. Ich schenke ihnen meine Unschuld, ein Schlüpferchen und mein Gesicht. Und ich hoffe, er findet das Insektenspray nicht. Cool. Also.
Was haben wir da? Ah, ein goldenes Ei! Cool! Warum? Ja! Oh! Dankeschön, 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 Dankeschön. Aber kann ich das werfen? Kann ich das nicht nur essen? What? No! Erledigt. Ehrlich jetzt? Kann ich das Goldene auch werfen? Oh, das ist ein Verbrauchs-Item. Große Menge Gesundheit. Oh, oh Moment, ich erinnere mich hier an was. Habt ihr nicht gesagt, ich soll ein goldenes Ei aufheben? Für Ramon? Oh, da muss ich kurz nochmal nachgucken, wie das funktioniert. Da gibt es irgendwie ein Easter Egg. Augenblick mal. Ich muss bis zum Bossfight warten. Ich habe doch jetzt hier alles, oder? Schatz, oh, da liegt noch ein Messer. Das gönne ich mir noch. Weil dann habe ich halt gleich noch eins in Reserve. Komm schon. Das habe ich nicht gesehen. Wo ist es denn? Ganz hinten. Boah, Junge. Schon wieder Kilometergeld hier. Ey, die Hühnchen lasse ich leben, Alter. Lass die. Wo denn hier? Oh! Ich hab's noch nicht mal gesehen. Jo, macht mal euren Gackerkram. Legt dem nächsten Spieler, der da vorbeikommt, gerne auch ein Ei. Der wird sich freuen. So, na dann. Direkt zurück und ab in Richtung Burggarten. Wir holen uns die Spinelle einfach mal später ab. So, hier soll irgendwo ein Nest sein. Oh, hi. Wait. I mean... Du bist zumindest schon mal eine Krähe. Oder auch nicht, du bist weg. Von dannen geglitten. Ich weiß nicht wirklich, wo ich da danach suchen soll. Vor allem, also... Oh, ich höre was. Ich muss ja auch Zugang irgendwie dazu haben. Wait, 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 wait. Oh. Oh, führst du mich dahin? Moment, das ist doch ein Hinweis. Oh, da! Okay, wie komme ich denn nochmal da oben hin? Okay, das ist interessant. Ach so, hier. Oder? Ist da ein Durchgang? Nee, natürlich nicht. Doof. Oh. Wow. Wie habe ich die denn übersehen? Eine Jüte. Okay. Wie kommt man da hin? Hier ist noch ein gelbes Kraut? Wo? Wo ist das? Oh, da! Oh, das kann man aber echt leicht übersehen. Nee, ich muss jetzt nicht speichern, alles gut. Huh. Von da unten irgendwo anders. Ich glaube, ich muss weiter zurück. Hier die Forellen mitzunehmen, ist, glaube ich, immer eine ziemlich, ziemlich gute Idee. Riesenkäfer, Junge, ich will jetzt aber nicht die ganze Flora und Fauna hier dabei haben. Riesenkäfer. Was? Hab ich einen? Dankeschön. Die versprechen Heilung. Oh, die kann ich mir gleich mal reinfahren. Weiß ja nicht, ob die Dinger respawnen hier. Ach, zum Glück bin ich nochmal hergekommen. Ja, ich gönne mir einen Fisch. Was macht der? Kann zum guten Preis verkauft werden, nicht zum Verzehr geeignet. Oh, guck mal. Guck mal, ich kann den fressen. Und das erweitert mein Leben. Was? Das steht aber, ich soll den nicht essen. Das ist ja fies. Okay, ich kombiniere das mal mit meinem Grünen. Geht das? Ich glaube schon. Wie viel macht das? Wenn ich das benutze? Guck mal, der Käfer sorgt für mehr Leben. Oh, ich will mal wissen, wie ich den verkaufen kann. Also zu welchem Preis. Vielleicht kann ich hier auch hoch. Oh, da komme ich nicht hin. Oh, warte mal. Oder doch? Nee. Damn. Oh, da kommt man gar nicht hin. Man muss es abknallen. Okay. Wow, das hätte jetzt echt lange dauern können. Ja, Smaragd. Ey, die kann ich aber nicht einsetzen, ne? Das ist ja schon irgendwie besonders. Moment mal. Ihr habt ja auch gesagt, hier die Krone. Dass das mehr gibt, wenn
alle Farben hier drin sind. Ja, habe ich jetzt auch nicht so mitgekriegt, aber ich habe es ja auch noch nicht verkauft. Ich muss jetzt nur das Gelbe und den Lilanen nochmal bekommen. Warte mal, kann man das Ding einsetzen? Nee, der wird gar nicht angezeigt. Ich kann den nur so verkaufen. Okay, ich nehme das mal wieder raus. Beziehungsweise setze ich schon mal ein, was ich habe hier. So, rot in die Mitte. Blau von mir aus, ja, ist ja prinzipiell auch egal. Und einen normalen Smaragd. Einfach mal hier hin. Ist ja eh random. Ja, gelb und lila brauche ich noch. Wird niemand vermissen. Ich verkaufe mal noch nicht. Ich hole erst alle Schätze und dann gehen wir wieder zurück. Hier kann ich leider bloß mit Ashley rein. Das ärgert mich. Das ist übelst schade, ey. Okay, wie komme ich da hin? Da muss ich doch sowieso da hoch. Oh, wow, guck mal, die hatten beide Spinelle. Wie geil ist das denn? Kann ich mir bald noch die Schulterstütze holen für die Red 9? Da haben sich einige in den Kommentaren aufgeregt, warum ich die nicht ausrüste. Ich habe die noch nicht mal gekauft. Ey, was ist mit euch? Ihr müsst die Playlist auch richtig auseinanderhalten können. Warte mal, ich laufe doch hier falsch. Nee, ich laufe genau richtig. So, hier oben ist ein gelbes Kraut und ein Smaragd. Okay, alles klar. Ich wünschte, der wäre lila. Aber ist nicht ganz so wild. Und der andere Schatz, der ist ein Stückchen weiter hier. Okay, da müssen wir also normal weitermachen. Okay, hier unten irgendwo. Das wollte ich eigentlich nicht. Hab nicht mal gesehen, dass da jemand ist. Sind die da oben oder hier unten? Ich glaube nicht auf der Ebene, oder? Ich bin immer noch nicht... Okay, eins runter noch. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier runterspringen. Meine Fresse. Oh, wow. Nee, geh ruhig. Ist kein Thema. Sind ja zwei? Ja, hier sind zwei. No! Oh, der ist nicht mutiert. Sehr gut. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. So, da. Cool. Zack. Was haben wir da Schönes? Das sieht aus wie ein Rubin. Jetzt muss ich noch irgendwo dafür sorgen, dass da die Tür aufgeht. Aber wie? Einen Sonnenschalter brauchen wir. Also diese gelben Hebel. Und den finde ich wo? Hier drinne? Ah ja. Okay, perfekt. Von hier aus kann ich ja auch runter, ne? Spar dir den Stunt. So, Rubin. Habe ich auch schon, aber ich finde ja wahrscheinlich noch Schätze. Da ist einer. Und im Hintergrund so mehrere Leichen von ihren Kumpels. Okay. Ich glaube, dann haben wir alles abgegrast, was wir finden konnten. Ich schau mal noch hier. War das hier hinten? Ja. Das wird aber eine verschlossene Schublade. Ja, genau. Luis-Schlüssel. Nee, da habe ich leider nichts für. Schade, schade, schade. Aber nicht so schlimm. Oh, hi. Okay. Da wären wir. Ist hier noch irgendwie was zu looten? Nee, ich glaube nicht. Oh! Her damit! Nein! Ah, das wäre der gewesen! Fuck! Och, Mann! Okay, jetzt muss ich nochmal zurück. Mann! Oh, wehe, das ist jetzt was Doofes. Komm her. Bin gespannt. Schmuckkäfer. Oh, Alter. Die ballern sie mich aber zu hier wieder mit Insekten. Okay, alles klar. Nicht mega amazing so vom Wert her, aber immerhin. Gut. So, mein Freund. Schande der Familie. Vier Spinelle. Und dann muss ich noch diesen zerkratzten Smaragd verkaufen. Für 5k. Das ist doch mal ordentlich. Schmuckkäfer. Da können wir nichts einsetzen. Den Riesenkäfer, der bringt 10. Oh. Also, gerade nützt mir das was. Ich lasse den mal noch im Inventar. Ich habe ja zwei gelbe
Krauze, mit denen ich halt auch mein maximales Leben erhöhen kann. Insofern jetzt nicht so wichtig. Goldenes Hühnerei 9000. Ach, da wollte ich noch nachgucken hier, bevor es losgeht. Perfekt. Was das macht. Du bist eben ein echter Profi. Ansonsten... Schutzweste wieder reparieren. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ich würde die mal tunen. Bist du beeindruckt? So, das ist okay. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Was hast du jetzt sonst noch etwas für dich tun? Hier auf Lager? Leider keinen gelben Stein. Kelch der Buße. Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Oh. Ja, aber ich wünschte... Ich würde gerne die Schulterstütze auf jeden Fall. Die Waffe wird großartig damit aussehen. Laservisier. Leider nicht für meine... Für meine Go-To-Waffen. Kelch der Buße nehme ich auch mal. Weil wir haben ja sehr viele von diesen Saphiren, richtig? Ah, nee, da kommen die eckigen rein. Oh Gott. Ist aber nicht so schlimm. Der wird noch wertvoll. Wir haben einfach Geduld. So, speichern wir ab und dann geht's dann auch endlich mal los mit dem Content. Ja, mit dem, der da auf uns wartet. Und zwar nach dieser lustren Fahrt hier. Muss ich Leute absnipern? Nee, ich kann nicht die Waffe ziehen. Oh, schade, das wäre noch witzig. Aber wir hatten ja schon die Fahrt in den Minen. Nicht hier die Vasen übersehen. Die Vase, Einzahl. Nice. Gibt nämlich nochmal ein bisschen Bums. Apropos Bums. Ashley, ich komme. Seidenkristall. Oh mein Gott. Die Vasen sind enorm potent. Und hier gibt es super viele Schätze, ne? 5 Stück? Krass. Auf dieser Ebene auch noch einer. Oh Mann. Ich hoffe, dass sich der Bosskampf noch ein wenig herauszögert. Okay, passt auf. Ich gucke jetzt nach, was mit dem goldenen Ei auf sich hat. Wie gesagt, da hatte ich ein paar Comments gelesen. Ich soll mir das unbedingt für diesen Bosskampf aufheben. Ich weiß aber nicht, was ihr meint. Soll ich das auf den schmeißen oder... Ich will es halt nicht versauen, deswegen. Also ich habe gelesen, man soll den wohl einfach anwerfen damit. Aber ich liebe das schon allein. Überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Oh ja, die Frage ist für wen? Werf den Eindringling raus! Da schickst du wieder die Armbrust-Mopeds oder was? Hast du nicht gelernt, dass es ein bisschen mehr braucht? Hi. Gott, wie siehst du denn aus, Alter? Wer hat mit dir noch nicht gesagt, dass Fasching vorbei ist? Guck mal, sie fallen. Keine Chance. Oh Gott. Hallo? Nicht schlecht, ha? Saftiger Kick, ja. Wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Okay. Ramon, gibt's da noch mehr? Oh, da gibt's noch mehr. Sehr schön. Ich freue mich wieder, was zu tun zu haben. Erledigt? Oder mutierst du? Nee, die denkt gar nicht dran. Nicht mal das. Ja, es sind nicht mehr viele über, ne? Okay. Ah, hier ist ein Schatz. Lol. Was haben wir denn da Schönes? Ein Goldplättchen. Nehme ich immer gerne mit. Alter, hier ist mächtig was los. Ich sollte den Mund vielleicht nicht zu voll nehmen, weil... Kriege ich nachher gleich noch auf die Fresse. Okay, ansonsten... Du kommst noch mit in die ewigen Jagdgründe. Wow, 5 von 16. Ist jetzt nicht berauschend, aber... Die Dinger sind mir auch tatsächlich herzlich egal. Ein bisschen was Schönes gedroppt. Gott, was ist das denn hier eigentlich? Was baut denn hier wieder für ein komisches Zeug? Mann, nicht getroffen richtig. No. Ah, wahrscheinlich wieder nicht. Der steht noch da. Oh mein Gott. Das ist ärgerlich. Oder ist das ein anderer? Haha!
Oh mein Gott! What? Oh, shit! Verdammt, wie mache ich das denn? Ich will doch die Schätze hier nicht verpassen. Das ist ja Belasto. Kann ich das Ding nicht abballern? So einfach wird das nicht. Ich sehe es schon kommen. Okay, das Ding hat nicht so eine große Reichweite. Da hinten ist was. Oh! Momentchen mal. Warte. Dreh dich mal um, mein Schöner. Ich hab da was gesehen. Mist. Ist das Sprengstoff? Ich frag mich, ob ich da rankomme von hier aus. Oder ob ich das erst später kann. Ach, guck mal da, wie er auf mich wartet. Oh, lol. So viel zu deinem Spielzeug, Ramon. Oh mein Gott, ich lieb's. Was? Das war's? Diggi, ich glaub's nicht. Oh mein Gott. What? Ich wollte sagen, ein Hoch auf meine Augen, aber... Das hätte ihn eigentlich getroffen haben. Das war Bullshit. Komm, gib's zu. So. Blendgranate. Oh, MP-Muni. Why not? Boah. Geht immer klar. Na, guck mal da. Warte. Solange er seitlich steht. Ah, Chance vertan. Guck ihn euch an. No! Shit. Oh. Aua! Komm schon. Wie hat das denn das Schild getroffen gerade? Junge! Aus dem Weg. Hätte ich diesen einen Schuss gerade nicht verballert, hätte ich mir so viel Zeit erspart. Also die voll aufgemotzte Red 9 ist leider nicht so beeindruckend, wie ich dachte. Also selbst mit Spezial-Upgrade. Ich versuche mal zu hören, ob ich irgendwie so ein Klimpern... Oh, was ist denn hier jetzt? Es hat gerade ein Autosave gehabt. Ich dachte, da käme irgendwas Dickes. Oh, Junge! Er war sogar ready! Oh mein Gott! Was ist denn jetzt los mit mir? Tut mir leid. Schaltet ab und schaltet wieder ein, wenn ich treffe, okay? Die haben sich gerade ziemlich random bewegt. Ich höre es klimpern. Da steht noch einer mit dem Schild. Ich glaube, das sind die Typen da. Ich muss darauf achten, hier auf der Ebene ist noch etwas. Da unten an der Treppe? Komme ich denn da hin? Warte mal kurz. Halt hier? Ich will nur mal schauen. Da komme ich ja nicht weiter. Ist da ein Schatz oben? Oh, ja, tatsächlich. Oh, ein Alexandrit. Nicht Amethyst. Das habe ich, glaube ich, immer gesagt. Nee, genau. Okay, alles klar. Noch drei to go. Nee, der eine ist ein bisschen außerhalb. Wollen wir mal schauen. Gut. Da kommt noch der Schildboy. What? Ich sag doch, da kommt was Dickes. Warte. Bleib bitte da. Nein, es dauert zu lang. No! Oh, ich wollte ihn überrollen lassen. So ging das nicht. Die Kugel ist echt übelst lame. Oh mein Gott! Wie viel habt ihr denn von den Dingern? So ein Quatsch! Als ob ihr unendlich davon schmiedet.
Kommt jetzt noch eine? Ja, ja, er drückt wieder den Hebel. Was ein Kotzbrocken. Okay, lass mich durch. Hi. Huh! Ich dachte, hier wäre ich schon. Okay, okay, okay. Wo bin ich jetzt? Auf der Ebene, wo es Schätze gibt. Da ist einer. Den anderen sehe ich nicht. Oh, da oben. Wait. Den kann ich abknallen. Ho. Ach, der hat einen Helm auf. Sag das doch. Wer shootet denn hier? Ach, du. Du hast das gleiche Problem wie ich, ne? Mit dem Treffen. Oh mein Gott! Ist der tot? Oder hat er Pause? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ja, damit! Kann ich auch an dem Hebel drehen? Warte, die kommen, guck mal! LOL! Oh mein Gott! Guck mal! Und die warten da! Oder auch nicht. Seid ihr dumm? Oh mein Gott, ich liebe das. Junge. Den Loot hole ich mir noch. Oh, oh, warte, 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 warte. Ja, ist okay, ist okay. Da kommen noch ein paar mehr. Oh nee, die kriege ich damit nicht. Oder? Doch, den? Doch, 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 doch. Aber guck mal, die versuchen so ein bisschen auszuweichen. Das ist ein Insta-Kill. Ist halt logisch. Boah, was hier rumliegt. Boah. Ich weiß nicht, ob die da unten waren. Ich denke mal, das. That's it. Okay, cool. Ich müsste da runterspringen. Das Fass da hebe ich mir mal noch auf. Ich würde gerne noch wissen, wo der andere Schatz ist. Das ist da die Truhe. Und das andere ist, könnte jetzt unter mir sein. Es könnte aber auch über mir sein. Ha. Irgendwo da. Ach, da! Da und da unten? Ist auch eine? Wait a second. Ach, hier! Ah. Dankeschön. Spiel mit Perlen und Rubinen. Na, da ist schon was eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ich da schon runter will. Ah, ich muss da runter, ne? Ich muss hochfahren, glaube ich. Okay, lass mal den Hebel noch nicht ziehen. Weil dann löse ich bestimmt irgendwas aus. Extravagante Uhr. Die hat auch einen Slot. Bevor ich das verballer, setze ich mal den lila Edelstein in die Krone rein. So, jetzt brauchen wir bloß noch den gelben. Und ansonsten... Ach, die Uhr hat zwei unterschiedliche Slots. Och, schön. Machen wir einmal das. Oh, nee. Wir nehmen den zweifarbigen Bonus. So, wie viel ist das Ding wert? 25k. Ist jetzt nicht die Welt tatsächlich. Aber wir haben ja andere Sachen, die wir verkaufen können. 10.000 für den Spiegel. Ja, der ist auch hässlich wie die Nacht. Zugegebenermaßen. So. War's das? Ich glaube, das war's. Ein Aufzug. Wie aufmerksam. Wow, bist ein richtiger Blitzmerke, Leon Kennedy. Oh, wo? Oh, hi! No! Hör auf! Hör auf mit deinem Scheiß! Wir lassen nicht locker. Au! Digga, ich muss den... Ich muss den abschießen. Oh, er ist tot! Sehr gut. Sehr gut. Gib mir Loot! Ich hab ihn aus der Luft geballert! Ich glaub's nicht! Ey, zum Glück habe ich den Priester gekillt. Fässer machen es mir einfach.
Was? Warum hält er? Damit Gegner kommen können. Haben sonst keine Chance, Leon. Waren super Schüsse. No! Heizen Maul, Alter! Wie hat das denn nicht getroffen? Okay, der ist tot. Oh! Okay, das wird jetzt hier ein bisschen grenzwertig. Scheiße! Wir sind zu schwer! Wir sind zu schwer? Ach so, wenn hier jemand drauf ist. Oh Gott. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gucken muss. Ich will nur die abschießen, die schießen. Oh! Oh! Dreh mir nie den Rücken zu. Dass da das Messer kaputt geht, ist eigentlich auch kompletter Bullshit. Oh. Ey, hätte ich die Priester nicht so schnell abgeschossen, wäre das echt eine Katastrophe geworden. Heftig, wie es hier aussieht. Ich habe nicht mehr viel Munition, ich weiß, ich sollte das nicht verschwenden. Stellen wir nochmal Muni her. Oh, Flintenmuni bräuchten wir eigentlich auch. Haben wir aber eh nicht mehr die Ressourcen. Puh, was machen wir denn da? Wir gönnen uns erstmal einen Fisch. Oder gönnen wir uns, komm, wir gönnen uns das. Wegen Maximum Life und so. Dann nehme ich mal noch, mach ich hier mal noch so eine kurze und das grüne Kraut hebe ich mir noch auf. Tja, den Käfer, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es sind nur 10.000, aber es sind auch 10.000, ne? Was ist das denn? Ah, sorry. Es ist über mich gekommen. Warum ist hier gelb? Ah, ich kann da runterspringen. Ah, nee, ich kann beobachten. Hi. Oh, die sind schon wieder viel weiter gezogen. Ashley. Ey, so langsam regt mich der Typ auf. Sniper den ab! Ach. Noch irgendwo? Der Bastard. Ich will nur schauen, ob ich alles angeguckt habe. Ich schätze einfach mal, das war's. Alright, alright, alright. Ja, das liegt hinter uns. Da kommen wir, glaube ich, nie mehr wieder zurück. Ich werde die Typen mal wegholzen, wollte ich gerade sagen, aber ich habe keine. Ich habe leider keine Muni mehr. Boah, ist das ärgerlich. Doch, ich kann welche machen. Never mind. 10 Schuss sind 10 Schuss. So. Jetzt darf ich es nicht verkacken. Komm schon. Ja, Nummer 1. Nummer 2. Sehr schön. Da unten wartet keiner auf mich. Es lohnt sich, das immer mal zu checken. Okay, darf ich hier nicht rennen? Das sieht so unfassbar instabil aus. Danke. Oh, gelber. Yes. Oh, jetzt kann ich die einsetzen. Oh mein Gott. Ist das RNG? Wenn, dann hätte ich mega Glück. Oh, 100.000! Boah, ich glaube, die andere rote wäre... Wie ist denn das? Ja, das 1,9, 2,0. Es ist ein bisschen besser als 5 Farben. Also zum Beispiel die roten. Aber es geht ja nur die roten. Aber ja, es ist eine Befriedigung, 100.000 zu haben. Ah, ihr seht es gar nicht, weil meine Cam davor ist. Aber 100k ist die wert. Ja, krass. Das andere wäre vielleicht, keine Ahnung, 95 oder whatever. Okay, sehr cool. Ah! Ich wollte doch nicht rennen. Ich wollte doch nicht. Oh mein Gott, ich hab's vergessen.
Okay. Gut. Game, ich hab's verstanden. Okay, es ist nicht RNG. Hier war gerade wieder der gelbe Edelstein. Kommt man hier noch runter? Nicht, dass ich da unbedingt Wert drauf lege. Ich habe auf jeden Fall alle Schätze weggegrabt. Zum Glück ist hier nochmal der Händler. Was? Okay, nevermind. Irgendwer muss die feuern. Oh! Du versuchst es von unten. Verstehe. Du bist fies. Kannst denn du nach 3 Headshots erst down gehen? Ja, jetzt hör auf zu heulen. So. Ein bisschen Pistolenmuni tut immer gut. Insofern eigentlich ganz geil, dass sie da Gegner gespawnt haben. Tja, das war jetzt wieder auch nur Schießpulver. Ich könnte noch ein paar... Ja, ich könnte noch ein paar Ressourcen kaufen. Oh mein Gott. Das war das unbefriedigendste Autosort ever. Nur das Beste vom Besten. Keiner Typ. Oh mein Gott, noch ein gelbes Kraut. Ab wann bin ich denn auf Maximum, sag mal? Lol, wo geht's denn hier noch hin? Was hast denn du hier getan? Hallo? Oh, nice. Okay, sehr, sehr gut. Hier oben könnt ihr noch snipern. Alright, alright. Bevor wir speichern, verkaufen wir mal die elegante Krone für 100k. Im Grab. Sehr, sehr geil. Dann die Uhr. Den Käfer. Ich weiß es immer noch nicht. Auf jeden Fall die 3 Kristalle, das Goldplättchen, den Spiegel. Da können wir nichts weiter einsetzen. Wow. Wow. 152. Let's go. Oh, wir kriegen ein Achievement. Oh, ich weiß nicht, ob wegen der Krone, aber wahrscheinlich schon. Sehr, sehr cool. Das werden wir nochmal, wenn wir das reparieren. Das müssen wir auch noch tunen, wenn wir nochmal gegen Krauser kämpfen, ne? Zwischen Leben und Tod. Nenn mich ruhig Pingel. Aber das müssen wir alles jetzt nicht machen. Ist das eben Voraussetzung. Striker, das könnte ich noch aufmotzen. Da gibt es wahrscheinlich aber auch bald mal eine neue. Maschinengewehr, meine ich. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du... Soll ich hier nochmal 40k reinstecken? Ja, das mache ich. Wie du es haben wolltest. Die Broken Butterfly, 36. Ich weiß nicht, ich probiere das erstmal so aus. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Okay, Rohstoffe. Ein paar Vorratskäufe. Die hat er dann auch nicht mehr. Entscheidung. Oh, wir haben keinen Wo Platz. Soll das noch hin? Deine da muss ich noch was craften, schnell. Kauf abbrechen, ja. Das ist... Habe ich jetzt nicht gekauft. Nee, okay, zum Glück geht das so. Dann. Was kann ich für dich tun? Magnum-Muni. Ich habe ja jetzt sowieso eine Magnum, das kaufe ich noch. Okay, alles klar. Dann crafte ich hier jetzt mal ein wenig Zeug. Und zwar zumindest das. Schießpulver liegt da vielleicht rum. Wir sind relativ voll, wir haben aber auch viel Heilungsstuff. Ich könnte den Käfer verkaufen, weil ich habe ja genug gelbes Kraut. Ich habe noch einen Fisch. Den fahre ich mir am besten als erstes rein, weil der nimmt relativ viel Platz weg. Ah, egal. So. Drum kümmern, bevor du da lang gehst. Ja, ist ja klar, ist ja klar. Der weiß ganz genau, was mich da erwartet. So, die 6 ist die Magnum. Okay, alles klar. Den werde ich ihm aber sowas von reinholzen. Ich freue mich da schon drauf. Es wird Zeit, dass ich diese Visage nicht mehr ertragen muss. So, da haben wir wieder Schießpulver. Ich habe ja drauf spekuliert. Nochmal Pistolenmuni, ach, why not? Schafft Platz. Kommt gut an bei den Mädels. Hiermit übergebe nicht so wie er. Dir das Mädchen, wie versprochen. Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit seines treuen Dieners Ramon. Ashley! Leon! Jetzt die Gelegenheit gewesen. Solch Dummheit. Mr. Kennedy, Lord Settler ließ Ihnen seine Gnade zuteil. Du redest zu viel. Doch, Sie sind... Sie vulgärer, unzivilisierter... Bastard. Sehr gut. Yes. Ich wollte es gerade sagen. Ja, hör auf zu labern, Alter. Oh. Pass auf. Sie mir ihnen die Macht Hashtag no makeup. Die Macht
Gottes! Es wird Zeit! Nie! Oh Gott, immer wenn ich dachte, er kann nicht hässlicher werden. Besiegen Sie Ramon. Moment mal. So, wie mache ich das jetzt? Ausrüsten. Warte. Oh was? Ich hab dich getroffen. Nein. Warte. Oh mein Gott! Wo muss ich hin? Oh, ich kenne mich hier nicht aus! Ist er tot? Nee, er ist nicht tot. Aber der hat massiven Schaden erlitten. Oh, da ist er. Au! Oh shit, hier sind... What? Minen! Ja, da hat eine Pferdeäppel hingelegt. Oh! Was? Nein! What? Das ist ja insane! Lippenrouge. durch die Magnumschutz. Durch das Ei. Ich raste aus. Digga, das ist fucking unbefriedigend. Ich mach den nochmal ohne das Ei, okay? Das würde irgendwie... Irgendwie fehlt mir dann was. Oh mein Gott. Okay, ey, wir haben's gesehen. Aber sorry, ich muss noch mal reinladen. Tut mir leid. Okay. Oh, da kriegt er auch schon eine Menge ab. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Von hier kann ich den nicht so richtig gut treffen. Ich kann ihn immer treffen, wenn er hier ein bisschen innehält. Pass auf, der kotzt gleich. Okay, hier liegt noch nicht sein Zeug. Ist das random oder kotzt er das? Zum Glück habe ich eine Rüstung. Oh, nee, den Kampf verliere ich. Aber ich weiß nicht, womit ich sonst noch machen soll, außer Pistole, Magnum. Warte mal, ich warte vielleicht mal auf den richtigen Moment. Was macht denn der? Ich sehe immer sein Gesicht nicht. Oh, der ist zu. Der hat einen Schaden dicht. Ich weiß nicht, ob ich den da hätte treffen können. Ich kann ihn nicht einfach überall abschießen. Oh mein Gott, ich hätte es lassen sollen. Das ist ja ätzend. Wo ist der? Da. Okay. Oh, das tat ihm weh. Okay. Ich liebe den... Ich liebe den Shitstorm. Au. Was? Wo? Von oben. Okay, ich habe ihn getroffen. Oh, verdammt. Ich dachte, das geht ins Maul. Das sagst du zu mir? Nee, das funktioniert so nicht. Boah, ich habe echt ein Problem, seinen Pattern herauszufinden. Oh, der tut weh ohne Rüstung. Meine Güte. Okay, soll ich jetzt den Fisch nehmen?
Wenn er sich wenigstens nicht einklappen würde. Okay, auf jeden Fall habe ich ihn hart erwischt gerade. Oh, was? Wie? Da war eine Bombe. Also so eine Mine, meine ich. Sorry. Ich muss mich hart konzentrieren gerade. Es ist schwer. Was labert? Okay, die kann ich abschießen, die Dinger. Ich glaube, einmal muss ich ihn noch down kriegen und dann abstechen mit dem Messer vielleicht. Oder halt Magnum. Boah, ist das nervig. Schade. Die Stelle hier ist übelst OP, aber ist so ein Stalemate. Also er kriegt keinen Schaden, ich aber auch nicht. Jetzt. Shit! Oh! Zum Glück, bevor ich da drauf gegangen bin. Oh, nein, noch einmal? Okay. Das geht nicht. Okay. Jetzt weiter mit der Pistole. Ich wollte nur nicht, dass der Bosskampf so unbefriedigend wird. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte ein bisschen Fun haben. So richtig. Oh, doch, 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 doch. Ich habe ihn getroffen. Ich weiß nicht, ob das ein Insta-Kill wäre. So wie der aussieht, wahrscheinlich schon. Wo schießt denn der hin? Macht natürlich jetzt nicht so viel Schaden. Komm schon. Yes! Ja! So ein Mistvieh! Puh! Okay, der liegt halt immer hier, ne? Lippenrouge! Mal gucken, was der Händler dazu sagt. Okay. Ich werde jetzt den ganzen Laden hier noch abluten. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Heilung verbraucht und ein wenig mehr Muni. Aber, ja, halt, das hätte sich irgendwie falsch angefühlt. Es war ein cooler Trick. Ich meine, wir haben den gesehen. So, insofern, da bin ich doch Ehrenspieler. So, ich mach den schon platt. Das ist jetzt auch nicht allzu herausfordernd auf dem Schwierigkeitsgrad hier. Aber, ein bisschen Spaß muss sein, Alter. Roberto Blanco wäre stolz auf mich. Das war's hier? Nichts? Nicht mehr? Okay, okay, okay. Knallen wir uns das rein? Ne, wir warten mal noch. Wir haben noch genug Heilung. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen Ressourcen. Flintenmuni wäre gut. Magnum wäre auch gegangen, aber die Magnum, die will ich eigentlich nicht für die normalen Leutchens hier verwenden, sondern eher, naja, ihr wisst schon, für die Bosse. So. Was kommt denn nu? Das Schloss ist platt. Ich darf keine Zeit verlieren. Sind die hier mit dem Helikopter weggeflogen oder was? Oh mein Gott. Keine Ahnung, wo es jetzt noch hingehen soll. Alter. Das Fass erblasst so neben dem. Puh. Hallo? Dankeschön. Wurde lange nicht mehr in Betrieb genommen. Außer vor 5 Minuten. Okay. Der war auch kein Thema. Habe ich mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Aber ich habe mich wahrscheinlich auch eventuell... Oh. Habe ich auch den schweren Weg gewählt, Krauser. Den zu besiegen? Krauser. Das freut mich auch, Alter. Hat der eine einsame Insel gefunden? Ich bin gespannt. Ich will mal die Ratten abschießen. Ich weiß, ob es hier noch einen Auftrag gibt, aber hier wahrscheinlich nicht, ne? Oh, ich hab's getroffen. Es ist ein bisschen zu ruhig hier. Habt ihr noch ein paar Gegners? Versteckt hinter irgendwelchen Ecken! Nein? Schätze? Auch nicht?
Ganz komisch. Ich muss unbedingt meine Rüstung reparieren. Die rettet mir den Hals. Notiz der Haushälterin. Ich habe versagt, mein Herr. Ja, absolut. Der Herr auch. Ich konnte euren letzten Wunsch, den Jungen vom Pfad der Sündhaftigkeit abzubringen, nicht erfüllen. Bereits als er noch jung war, hatte ich einmal Gelegenheit, einen kurzen Blick auf Ramons böse Natur zu erhaschen. Als er herausfand, dass eine Dienerin ihn hinter seinem Rücken Pulgarcito zu nennen pflegte, rief er diese in seine Privatgemächer. Er befahl ihr, vor ihm auf die Knie zu gehen, dann zog er eine Flasche Vitriol aus seiner Tasche und sprühte es ihr mitten ins Gesicht. Vitriol ist, glaube ich, Säure, ne? Das ist auch das Schlimmste, was du jemandem antun kannst. Der junge Herr zeigte sich beim Anblick der Dienerin, wie sie sich vor Schmerzen wandte, während ihr Gesicht sich vom Schädel löste, voll überschwänglicher Freude. Sein irres Grinsen verfolgt mich bis zu diesem Tag. Die Zeit verging, sein heimtückisches Wesen verfestigte sich weiter. Und dieser Kult verstand schnell, dass sein geschundenes Herz ein gefundenes Fressen für sie war. Verdammnis dem Frieden. Den Feinden. Dem Frieden auch. Sie haben den jungen Herrn manipuliert und ihn zu ihrer Marionette gemacht. Am schlimmsten jedoch ist, dass sie es vollbracht haben, ihn für die Entfesselung der Plager zu benutzen, welche die Familie Salazar so lange bekämpfte und sich bemühte, für immer zu versiegeln. Ah, die Ahnen haben eigentlich das hinter Verschluss gehalten in dieser Burg. Und Ramon war der, der im Endeffekt, ja, Nutzen daraus zog. Herr Diego, seid versichert, dass ich meinen Lebtag über Herrn Ramon wachen werde, welches Schicksal uns auch immer ereilen mag. Als treue Dienerin der Familie Salazar seit meiner Geburt ist es meine Pflicht, euch und Buße euch gegenüber. Okay. Huch! Schlange? Nee? Okay. Oh. Scheinbar war es das. Eine blaue Fackel. Wait a second. Perfekt. Wenigstens muss ich nicht schwimmen. Ach so, da ist noch ein Boot. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich dachte, Ritter kommen. Wieso denn nicht? Das ist eine blaue Fackel. Hä? Ey, das hat mich jetzt aber hier ein bisschen an der Nase rumgeführt, muss ich ja mal zugeben. Ja gut, habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Na, dann fahren wir mal. Wohin auch immer uns der Wind treibt. Mist. Ja. Oh. Suchst du was? Ja, nette Gesellschaft. Alright, alright, alright. Und das war das Ende dieses Kapitels, meine lieben Freunde. Wir haben ein bisschen Zeit damit verbracht, das Schloss nochmal zu durchkämmen. Ich denke, das war worth it. Ich fühle mich fit genug, noch eins zu spielen. Ich wusste nicht, wie es so geht, aber es ist okay. Es ist okay. Eins können wir mal noch. Ich wollte es eigentlich durchziehen, aber es scheint mir, auch wenn wir über zwei Drittel schon gespielt haben. Das Schloss war halt eine ziemlich lange Szenerie. Ist mir noch zu viel, um das jetzt mit einer Folge durchzuziehen. Auf jeden Fall will ich speichern. Komische Frage. Gut. Let's go. Muss mir nicht mehr die dumme Dose an den Kopf halten, wenn die neben mir sitzt. Ich hoffe, sie erweist sich auch als nützlich. Woher wissen die, wo sie hinfahren müssen? Sie weiß es. Augenscheinlich. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Hm. Sie hat nicht Nein gesagt. Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Ja, vor allem Raccoon City. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Oh mein Gott, was ist das? Die Frage ist, hast du dich verändert? Ada, oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Die hat halt definitiv eigene Ziele. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Ja, natürlich!
die wiegt auch nur 300 Gramm, ne? Immer das Gleiche. Oh Gott. Oh, das sieht fies aus. Kapitel 13. Was zur Hölle ist das denn jetzt hier? Wie gesagt, damit ihr nochmal den Input habt, ich habe das Original nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Oh Gott. Wie sieht's aus? Ach du liebes bisschen. Ja, danke für den Autosave. Oh, okay. Hier haben wir nochmal die Gelegenheit. Oh Gott. Selbstschussanlagen? Okay, da ist eine Wache. Da ist eine Wache. Ich muss vorsichtig sein. Keine Lust, in ein Wespennest zu stechen. Okay, bevor ich da weiter kann, muss ich die wahrscheinlich irgendwie ausschalten oder so. Ashley. Da bist du. Okay. Gibt's noch irgendwie was? Kein Wort zu dieser immensen Fabrik? Hat Louis hier gearbeitet? Wir haben ja den Schlüssel noch nie eingesetzt. Okay, alles klar. Na dann. Wir sind drunter umschießen, ne? Ich brauch die Schatzkarte hier für das Gebiet. Ah, da. Schnell zum Händler. Shit. Okay, da ist wer. Bin nicht sicher, ob ich den abschießen sollte. Oh, da komme ich bestimmt von hinten ran. Warte mal. Die sind stationär, ha? Also die bewegen sich nicht, weil nicht. Ach, die kann ich weiter bewegen. Als ob ich die nicht abschießen könnte. Ha. Oh. Hi. Na? Wie bist du denn hierher gekommen schon wieder? Willkommen. Komm mal her. Hab seltene Waffen. Ah, shit! Die Schatzkarte kriegt man nur für Spinelle! Ah, oh, das habe ich schon wieder vergessen. Kann man nicht mit noch ein Ticket für 40. Ah. Was habe ich mir dafür gekauft beim letzten Mal? Ich weiß auch nicht. Neu Killer 7? Eine Magnum mit Laservisier? Neue Waffe aus, Fremder. Könntet ihr ich hab's gewusst und noch eine Koffererweiterung. Komm, let's go. Dann verkaufen wir den Lippenrouge nur 24, ja? Den Quader brauche ich nicht mehr. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Goldenes Hühnerei. Ja, komm, machen wir das mal so. Was es uns macht. Perfekt. Danke. Dann würde ich sagen, ja komm, verkaufen wir die das Sturmgewehr brauche ich eigentlich auch nicht. Die Broken Butterfly. Und holen uns dafür die Killer 7. Was für ein Badass-Name. Wenn du eine Waffe brauchst, dann die. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Lass dich nicht so feiern. Wir reparieren das Ding mal. Wie neu. Die Rüstung ebenfalls. Die ist voll. Die anderen sind auch alle ziemlich gut dabei. Killer 7. 22. Boah. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest ich lass das nochmal mit den Upgrades. Das werde ich früher oder später mal noch machen. Aber jetzt, ich glaube, ich ein wenig Geldmangel. Jetzt, wo ich mir noch nicht so richtig sicher bin, was ich mit dem Käfer zum Beispiel mache und so. Okay, das Ding ist weg. Ich kann das nicht abschießen, ne? Das wäre ja auch zu einfach. Okay, alles klar. Da komme ich nie so einfach ran. Geht doch. Ja, sehr gut. Noch jemand? Das war doch nicht nur einer. Ja, wollte gerade sagen. Oha. Okay, Nummer 2. Da darf ich nicht durch. Ah, da komme ich nur von hinten ran. Ich denke mal, das shootet halt übelst, wenn ich da durchrenne. Shit. Okay.
Je mehr ich erledige, desto weniger Stress habe ich gleich. Kommt da noch mehr? Nee, ich glaube nicht. Oh. Okay, der versperrt mir den Weg zum roten Kraut. Shit. What? Oh, no! Was? Oh, Kacke! Ach, das ist auf den Schatz gerichtet. Boah, ist das fies. Kommt ruhig, meine Kerle. Oh! Schweinepriester. Ihr könnt prinzipiell nur hier durch, ne? Du hast dich sehr, 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 sehr gut platziert, mein Freund. Shit. Oh! Okay. Kommt der Große? Der Große kommt. Leute, ist der stuck? Was? Wieso? Wieso ist der stuck? Du bleibst doch jetzt mal liegen, mein Freund. Das ist natürlich... Das ist ja fies. Oh nein, der mutiert. Oh, jetzt hat er's. Die hat's nicht? Ah, der kommt da nicht drüber. Haben sie das nicht programmiert? Ah, da kommt mir wieder die Genauigkeit hier im Weg. Das fühlt sich so cheesy an. Passiert irgendwas, wenn die da durchrennen? Die machen das nicht. Oh, guck mal jetzt. Hi. Ich hab dem schon so viel Zeug reingeballert. Ja, ja, genau. Ja, das fühlt sich doof an. Oh, krass. Ist das dumm. Okay, was hast du Schönes? Alexandrit. Wach's dir. Wach's dir, Alter. Denk nicht mal dran. Meine Fresse. Oh, nö. Oh, die sind ja aber auch, alle ein bisschen übermotiviert, ne? Komm, halt einen Schnabel. Drama Queen. Direkt auf die Truhe. Ich hätte das auch machen können, ohne den Alarm auszulösen. Ich weiß nicht wie. Oh! Du fühlst dich da richtig sicher, ne? Na komm. Schön. Wie komme ich denn da ran? Also hier komme ich auch nicht durch. Was ist das denn? Achso, das ist der Alarm. Ach, hier lang? Boah, ist das uneinsichtig. Warte, 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 warte. Da, weg da. Ich bin's frech. Schade, dass ich die Schatzkarte noch nicht haben kann. Da muss ich erst wieder einen Auftrag erfüllen. Ach. Da ist noch rotes Kraut. Das gönne ich mir auf jeden Fall. Zeit muss sein. Mal das weg. Kannst du es irgendwo hinfahren, wo es nicht nervt? Da nervt es auch. Oh, nee. Never mind. Ist das unübersichtlich? Ich glaube, crouchen nützt da nichts, ne? Oh, was war da? War hier was? Nee. Optische Täuschung. Könnte ich doch jetzt rein. Warum nicht? Es wäre so einfach. Ach komm schon. Hast du jetzt wirklich nicht getroffen? Oh mein Gott. Das schneiden wir raus. Das darf keiner sehen. Ach schön. Okay. Ja, ich habe mich scheinbar für diesen Pfad entschieden, also... Wait a second. Ich weiß, wie ich es machen muss.
Ich will mich nicht mit den Dingern anlegen. Ich mach das mal so. Ja. Komme nicht in Versuchung. So. Was liegt denn hier noch rum? Das ist ein Backstein. In wessen Fresse darf denn der verschwinden? Oh, das wäre so richtig, richtig gut eigentlich, um so Armbrustgegner zu platzieren. Was freust du dich so? Noch wer? Okay. No. Denk nicht mal dran. Hier so einen Stress zu machen. So. Alles klar. Ich muss jetzt mehr denn je hören, wenn ein Schatz baumelt. Nützt das was, dass die Gasmasken aufhaben? Scheinbar nicht. Oh mein, das ist so einer. Oh, die sind so tanky. Junge. Dann haben sie, weißt du, schlucken 25 Magazine. Geben dir 5 Schuss. Bleib liegen. Der checkt's immer noch nicht. Ja, sag dein Kumpel Bescheid. Ich liebe diese Details in dem Spiel. So. Was hast du hier gemacht? Die Kiste bewacht? Was da schön ist. Oh, seine 600 Peseten erspart ist. Das wollte er eigentlich nach Hause schicken zu seiner Frau. Ich habe einen Spoiler für sie. Nichts von beiden wird je ankommen. Also weder er, noch die Perse. Okay. Den kann ich doch bestimmt von hinten befriedigen, oder? Moment. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich hoffe, er hart eine Weile aus. Das ist fast brenzlig geworden. Okay, gut. Zack, zack, zack. Die hören sich so nah an, sind aber vermutlich noch ein Stück weg. Ah. Kommt noch keiner, das hätte ich mir aufheben können. Brennt ihr? Brennt ja keiner. Wer war das? Er hat meine Mutter beleidigt. Oh mein Gott, guck dir die an. Halt's Maul. Langsam hab ich genug. Tatsache. Schön, Alter. Oh, du hast eine Schweißermaske auf. Nee, du bist das. Hey, jetzt. Äquivalent. Ein Raketenwerfer? Oh! Marco Vierto! Shit! Das ist nicht gut. Oh! Tatsächlich, Leon. Kacke! Eieieiei! Oh! Okay, erstmal die. Doch nicht so einfach. Was für Ausweichen. Der trifft ja nicht. Der mit dem Raketenwerfer ist ein Problem, solange ich keinen Sniper-Gewehr habe. Oder habe ich den abgeschossen? Nee, der schießt da gegen den Felsen. Ja, wird's auch nichts mit der Beförderung hier. Was haben wir denn hier noch? Warum? Wieso? Ach, das ist wahrscheinlich hier die Route von so einem Typen, oder? Wait, what? Oh, gelbes Kraut. Okay, hat sich das zumindest noch gelohnt.
bist du. Oh nein, der mit dem Raketenwerfer ist immer noch da. Jetzt ist er tot. Er hatte auch noch ziemlich viel Schutz. Nice. Kann ich Muni craften? Ich hoffe. Gewehrmuni, ja, kann ich. Oh, ich hab doch noch welche. Hä? Ach, die habe ich gefunden wahrscheinlich. Das habe ich nicht mitbekommen. Verzeiht mir. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben es ja hingekriegt. Hallo? Ach, Junge, die Insel, die macht ja bislang sehr, sehr viel Spaß. Smile-Emoji. Nee, wirklich, das ist so gar nicht stressig, Smile. Oh. Halt's Maul jetzt. Zurück zu Dead by Daylight. Doktor. Ich liebe die Animation, wenn ich die von der Treppe schießen kann und so. Das ist so awesome. Wie er zurückkommen muss. Och man, nein. Ich hasse die. Oh, frech. Sammer! Komm. Unglaublich. Die Dinger sind übelst OP, ey. Das ist nicht in Ordnung. Gut. Es gab hier quasi bloß zwei Wege. Ich hab das rote Fass vorher nicht richtig gesehen. Okay, nächste Etappe. Karte aktualisiert. Ja, dankeschön. Hatten wir da irgendwo blaue... Ah, da liegen noch ein paar Peseten rum. Ist egal. Ich gehe da jetzt nicht zurück. Wie viel haben wir? Ja, 77. Ist whatever. Jetzt habe ich meine ganze schöne Muni den reingeballert. Zum Glück ist der Raketenwerfer-Typ weg. Oh Gott, was ist das denn hier? Oh, frech. Es stirbt nicht davon. Ich komm gleich, ja. Guck mal da. Die Schießbudenfigur. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, achso, das waren die... Der hatte keinen Helm. Mann, das muss ich noch lernen. Hallo? Was soll ich jetzt? Kann ich jetzt angreifen? Oh, nee, warte noch ein bisschen. Jetzt kannst du. Ach nee, das war's schon. Schade eigentlich. Gut, was muss ich denn hier jetzt machen? Außer auf meinen Tod warten. Hm? Hier komme ich wohl nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach was, Leon. Wirklich? So, wie sieht's denn munitechnisch? Oh mein Gott, wie viele Rotkräuter hier. Okay, machen wir das mal so. Das erhöht nur das maximale Leben, ne? Komm, knallen uns das mal rein. Nehme ich das andere Rotkraut, vermische das mit dem da unten. So, sehr, sehr gut. Aber ich wollte ja eigentlich gucken wegen Muni. Aber ich habe ja nicht wirklich viel. Pistolenmunition, ja gut. Nee, ich warte mal noch. Bis ich andere Sachen finde. Oh! Warte! Hier ist ein Wackelkopf. Ah, wo? Hier ist ein Schatz auch. Wait, hier. Nice! Gib das. Oh, noch eine Krone! What? Wow.
Die können wir ja vielleicht noch mit dem Roten voll machen. Keine Ahnung, ob wir es noch irgendwie hinkriegen. Ihr wisst, nochmal alle. Das ist bloß der Weg drumherum. Dann gehe ich mal hier hoch. Das sieht alles unglaublich krass aus noch. Mal gespannt. Also wir müssen ja auf jeden Fall noch gegen Krauser kämpfen. Oh. Oh. Hab schon gefragt, warum ich nicht in die Luft geflogen bin. Und gegen Saddler. Das ist halt ziemlich obvious, oder? Wahrscheinlich gegen Krauser zuerst. Kann ich mal speichern. Lass uns das mal hier machen. Sorry, wenn ich nicht ganz auf der Höhe bin mit dem Commentary. Wie gesagt, ich bin halt nicht fit. Wo ist die Bombe hier? Und wer will, dass ich unbedingt Interesse an dieser Tür verspüre? Digga, ich sehe es nicht. Irgendwas piept. Die geht noch nicht auf, das ist klar. Müssen wir wahrscheinlich erst den Strom anstellen oder so. Oh. Ich weiß nicht, wo die Bombe ist. Oben? Oder gibt's hier nur Loot? Ne, da müssen wir weiter, ne? Hi. Komm, 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 komm. Let's go! Bam! Oh! Ja, 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 ja. Sorgt dafür, dass ihr beide nicht aus der Tür rauskommt. Oh! Thank God! Auch hier ist das. Sag mal! Okay, ich glaube, da kann ich drunter crouchen. Hier kann ich den Strom anstellen. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Gab's da. Da unten noch irgendwas? Wie sieht's denn hier aus? Oder ist das einfach nur ein anderer Weg hinauf? Ah, ich komme von der anderen Seite, okay. Nee, ich mach das mal. Brauche ich vielleicht nicht mehr. Gut. Ist doch irgendwie etwas, oder? Ist es per Zeit? Hm. Sieht nicht so aus. Ansonsten sieht es auch nicht so aus, als hätte ich hier irgendetwas übersehen. Gut. Let's go. Hopp. Was erwartet mich wohl dahinter? Sieht irgendwie heftig aus hier. Hi. Wenn was heftig ist. Oh, ist eine Cutscene. Oh! Ich dachte gerade, warum bewegt er sich denn so komisch? Oh, du, ich glaube, das bringt nichts, ja. Du musst dich vor allem beeilen. Die mutiert halt auch bald. Was ist da? Okay, da steht so ein Stromstab-Typ. Oh. Und ansonsten? Oh, der ist so dicker. Okay, 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 okay. Kann ich den eigentlich auch? Warte mal. Den kann ich von hinten eliminieren. Und den da? Okay, der steht da eine ganze Weile. Ich habe Zeit, zu dem zu laufen. Und dann für ihn eigentlich auch noch. Okay, ich warte, bis er zurückgeht. Ist das das einzige Pattern? Ja, der einzige Weg? Ganz leise. Ich trau mich nicht. Bemerkt er da was? Guck mal, das Spiel versteckt es vor mir. Hä? War hier nicht gerade noch jemand? Das hätte ich sowas von geschafft. Ich frage mich, wo er hin ist. Wo ist denn der? Wirklich jetzt? Bleibst du da stehen?
Was ist ein Typ? Okay. Da ist ein Schrank, da kann Ashley rein. Das heißt, wir haben sie wieder bald in unseren Fittichen, oder was? Achso, da steht der. Ah, der kommt gar nicht so weit Richtung Tor. Okay, jetzt. Jetzt probiere ich's. Komm, dreh dich um. Dankeschön, Herzchen. Wait, echt jetzt? Wow, der ist tot! Okay. Ich hab gedacht, er wird vielleicht mordsauer. Und kriegt ziemlich viel Schaden, aber... Was haben wir hier? Security Lock. Okay, ich brauche eine Keycard. Brauch eine Karte, ja. So, da liegt Ashley drin. Ich hätte nicht gedacht, dass man die Insta-killen kann. Boah, zum Glück habe ich das probiert. Das wollte ich jetzt mal testen, weil sonst habe ich immer keine Chance. Oh, nee. Da komme ich auch noch nicht rein. Okay, Keycard suchen mit entsprechender Berechtigung. Da komme ich vermutlich auch noch nicht hin. Also führt der einzige Weg... Rauf, immer schön die Treppe rauf. Nee, ich will noch nicht. Ich will das noch. Sehr schön. Das können wir mit dem roten kombinieren hier. Okay. Dann brauchen wir uns erstmal um Heilung keine Sorgen machen. Hallo. Na, meine Freunde? Habt ihr mich schon vermisst? Oh nein. Ja. Die sind ja alle echt zornig. Wie er ausgewichen ist. Nicht gesehen, dass ich eine Schrotflinte gezückt habe. Sonst, ja. Festgestellt, dass das ein bisschen ein sinnloses Unterfangen ist. Oh mein Gott. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Bei den Typen lieber auf die Beine schießen, weil dann knicken die, glaube ich, so ein und dann kann ich die im Nahkampf besiegen. Wen rufst denn du da, Dude? Wer soll denn kommen? Oh, ja, warte mal. Die haben hier doch noch welche im Petto. Oder? Ich habe doch gerade was gehört. Oder waren das seine letzten Brunftlaute? Was ist das hier? Cool. Metallener Aktenkoffer mit 5 Pistolenmunition drin. Hat sich aber jemand gegönnt. Da wurde ein Agent extra zu eingeflogen. Hi. Oh, ich bin in der Küche. Die ist mir lieber als die von den Bakers. Das sage ich jetzt noch, bis mich das Essen anspringt. Ich höre es tippeln. Gibt es hier Ratten? Weil wenn, dann muss ich die wahrscheinlich abschießen. Ich schieße immer gleich auf Ratten, weil da bestimmt noch ein Auftrag kommt. Angst. Was passiert hier? Hm. Nee, kein Auftrag? Okay. Oh, hier. Ach, cool. Der hatte gleich mehrere Gepäckstücke da. Ah! Hallo? Was hast du denn da drinnen gemacht? What? Hast du den da versteckt? Was? Was war das denn für eine dumme Szene? Ach, lol. Ach, Junge, Leon, wir sind echt tief gesunken, ne? Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja, ich hab gefurzt. Tut mir leid. Gib das mal noch her. Eieiei. Ich kann dir Geschichten erzählen, mein Freund. So, der Perlenarmreif, die Kristalle. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wieder. Ja, ist ja gut. Verkauft das erstmal. Gucken, ob ich hier noch was einsetzen kann an meinen Schätzen. Diesen Kelch zum Beispiel. Da kann das Ding doch rein. Und er hier. Ach so, rote habe ich nicht mehr für die Krone. Ah, ist ein bisschen ärgerlich. Das ist, bringt auch alles immer gar nicht mehr so viel tatsächlich. Ja, 3 rote
viereckige Kristalle finde ich wahrscheinlich nicht mehr. Und nochmal alle roten in so eine Krone reinzustopfen. Das ist schade. Ich hab nur die... Ich hab leider nicht drüber nachgedacht, dass die noch kommt. Jetzt hätte ich mir noch ein paar gespart. Ich hoffe, der nächste Auftrag gibt 5 Spinelle mindestens. Speichern wir hier erstmal ab. Wir müssen dann ganz zurück. Wahrscheinlich haben wir unten dann die 2 Türen. Mit Shortcut. Hängen hier irgendwelche Aufträge? Okay, der hat was gedroppt. Immerhin hat er ein bisschen Money dabei. Was gut ist. Der sabbert, wenn er das sagt. Und da geht's hoch, hier geht's rein. Brauchen wir auch eine Keycard? Ah, guck mal, hier sind nur 2 Symbole. Heißt, es gibt unterschiedliche Sicherheitsstufen? Ich denke schon. Es ist ja alles fürchterlich hier. Gefrierhaus. Okay. Sicherheitsstufe 1. Wo finden wir denn überhaupt die... What the fuck war das denn jetzt schon wieder? Oh Gott, ich habe Angst vor der Musik. Ich komme hier nicht rein. Was ist das? Ach, da muss ich den Strom anstellen. Die Energie ist hier hinüber. Was war das bitte gerade? Irgendwas übelst Fieses. Hier hängt auch irgendwo ein Schatz. Ich weiß nicht wo. Ich hätte gerne die Karte. Ah! Ich sehe es nicht. Vermutlich irgendwie da drin oder so. Alter. Es hört sich an, als wäre es hier. Labornotiz, Dr. Ernesto Munoz Reyes. Facharzt für Pathologie. Deine Körper sind wieder auferstanden, mein Freund. Der Abteilungsleiter hat dem Antrag auf Erneuerung Ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation. Folgen Sie den Anweisungen. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2, also ist jetzt die Anleitung auch für mich. Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des Aufsehers ein. Aber na freilich. Natürlich. Ich habe Angst, was passiert. Ach, das ist gar kein Schatz. Das ist die dumme Lampe. Ey, wenn du mich anspringen willst, dann komm. Bringen wir es hinter uns. Oh Gott, hier ist es so dunkel. Wo zur Hölle bin ich hier? Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, das ist eine Stelle, die echt krass ist. Einfach weil ich mich gerade auch nicht wirklich zurechtfinde. Warte mal, hier bin ich hergekommen, ja? Warum ist denn hier jetzt der Strom weg? Oder war das schon immer? Ich muss zur Sezierstation, um Stufe 1 zu erhalten. Das heißt... Okay, alles klar. Ich muss eigentlich da rüber gehen. Verstehe. Oh, da muss ich ja genau hier hin, wo der Typ war. Ich mag nicht.
Oh Gott. Ist es hier? Ich glaube nicht, dass das Ding hier nicht ist. Okay, ich kann das Licht aus- und einschalten. Ja, aber warum sollte ich das tun wollen? Hm. Lass mal ruhig die Tür offen. Es sei denn, du hast vor, irgendwas rauszulassen. Dann sag mir vorher Bescheid. Oh Gott. Ich weiß nicht, wohin. Warte mal, Sezierstation. Warte mal, ich bin auf dem richtigen Weg hier. Wait. Also, ich finde mich nicht zurecht. Ich muss wahrscheinlich hier rein. Ja. Das ist ein Rätsel. Unzureichende Power. Kalibrierung erforderlich. Was? Was? Okay, was müssen wir machen? Power. Oh, ich verstehe. Ach so. Drehst du die? Ich muss dafür sorgen, dass die Linie alle... alle... Wie soll ich das sagen? Diese Strombubbles da berührt. Aber warte mal, 2 von 2? Das ist jetzt richtig, ne? Hä? Hä, 2 von 2? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Was ist denn jetzt falsch? Ach so, ich muss das noch bestätigen. Ah, alles klar. Doch nicht so... Oh Gott. So schwer wie gedacht. Und hier kann ich jetzt meine Karte erweitern, ja? Oh nee, das ist das Ding. Ey, bitte gib mir ein paar Infos drüber. Analysebericht. Regenerator. Es ist soweit, ich habe ein neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerador. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Oh nein. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenssüchtiges Organ funktionieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, dass Dr. Frankenstein mir mit der vollen Bewunderung die Hand schütteln würde. Ich habe der überheblichen Flachpfeifen aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Er ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot. Ich habe alles unter Kontrolle. Datum. Das Objekt ist durchgedreht und aus dem Kyrotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Ich hätte genau das Gleiche jetzt vermutet. Gott. Was für Experimente veranstalten die hier? Das ist wie ein Museum, Alter. Heftig. Schlüsselkarte Stufe 1. Regenerator, ja? Der kann nicht sterben, bis ich ihm nicht... Oh, scheiße, seine Parasiten rausschieße. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Du. Ah! Oh mein Gott! Kann ich den nicht... Wie denn? Oh, da! Da sind die Herzen! Okay, ich verschwende meine Muni. Aber... Ich hab doch auf den geschossen! Also, ich meine... Gut, ich kann ihn so blockieren. Der braucht erstmal eine Weile, um wieder nachzuwachsen. Oh Gott, 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 oh Gott. Geh Frierhaus. Let's go. Wo lang? Hier weiter. Hab keinen Bock auf den. Es geht nicht. Oh, ich muss den Strom wieder umkehren. Ach, deswegen muss ich das machen. Aha. Haha. Ey, aber ich will den umbringen. Ich weiß nicht, wieso... Wieso das nicht funktionierte. Wo ist dieser dumme Schalter? Wait a second. Oh!
Das war hier, ne? Jetzt geht's da wieder an. Ja, ja. Okay, aber das ist ja... Das ist ja easy. Also... Solange ich den so blockieren kann... Hier rum. Larum Löffelstiel. Bitte jetzt kein Rätsel. Okay, ich hab's verstanden. Sorry, ich war... Oh, scheiße. Bitte brich da nicht aus. Ich war mir ein bisschen unsicher. Ich hab Schwierigkeiten gehabt, mich zu orientieren. Was haben wir da? Keycard Update. Keycard Override. Please insert your keycard. Warte mal. Warte mal, ich habe hier ein mieses Gefühl. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Oh, guck mal. Oh Gott. Puh. Okay, das ist richtig. Ey, das kann halt echt jetzt eine ganze Weile dauern, ne? Aha. Okay, bin fertig. Nice. Aber was haben wir damit geschafft? Irgendein Secret-Raum. Oh, eine neue Waffe. LE5. Was ist das denn Kurioses? Oh, wartet. Boah, da muss ich vor Aufregung gleich niesen. Mittelgroße Maschinenpistole mit guter Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft. Sie kann mit einem Zielfernrohr ausgestattet werden. Ja, naja, cool. Aber ich lasse das Zielfernrohr lieber auf meiner Sniper. Was ich mich gerade frage, das hat er doch eben im Zettel erwähnt, dass er durch so ein Bio-Sensor-Teil irgendwie die Herzen sehen konnte. Vielleicht brauche ich das? Alter, wach's dir nicht. Vielleicht benötige ich das, um die zu töten. Aber wo kriege ich denn das? Das weiß ich nämlich noch nicht. Inkubationsraum ist next. Ich konnte mir leider nicht genau merken, wo ich jetzt hingehen muss. Wenn ich das da reinstecke, passiert irgendwas. Bestimmt. Boah, das war so klar! Es war so klar! Das ist auch nur so ein Ding! Mist, noch einer? Okay, Da unten, ne? Überschreibungsterminal. Da muss ich quasi den ganzen Weg zurück. Komme ich da überhaupt hin? Ich bin mir nicht sicher. Oh, scheiße. Zum Glück geht das mit denen so einfach. Oh, hi. Oh, wait! Ich hab die nicht mitgenommen! Ich hasse alles. Dass der die nicht einsteckt, ist wirklich komplett Banane. Meine Fresse, Alter. Leon! Ach, was? Ach so, das dauert ein Weilchen. Never mind. Lass mich da rein jetzt hier. Komm. Tut mir leid fürs Verpeilt sein. Ist das jetzt nur ein Shortcut? Ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Können wir den Schrank noch plündern? Nee. Oh nein, nicht ihr. Ey, anstatt mich von da unten anzugucken, komm doch hoch. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, ja, deine Schulter. Deine Schulter, Leon Kennedy. Die ist das Problem. Okay. Schießpulver. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ich würde gerne mal noch... Flintenmuni. Haben wir 13 Schuss noch. Für die hier brauchen wir vielleicht noch etwas. Schießpulver haben wir genug.
Ich habe nur 4 Pistolen, Muni. Also über zumindest. Ich mach das mal. Kriegen wir noch was hin? Nee. Noch ein bisschen. Ist okay. Ich würde sagen, wir knallen uns das hier rein. Passt schon. So, da ist... Ach du Scheiße. Der hat gesagt, der bricht aus dem Kryotank aus, ne? Kyro. Was auch immer. Bagda. Für die Star Wars Fans. Hier geht's noch rein. Ah, aber bloß wenn ich 3 hab. Boah, ich will nicht. Diggi, krieg ich da wenigstens dieses dumme Zielfernrohr mal? Oder habe ich das jetzt irgendwie vergessen? Hätte ich das holen können? Ich kann hier drüber springen, right? Nee, hier ist es. Oh, Alter, biosensorisch. Ja, okay, alles klar. Ordnen das mal so. Ah, das hilft mir auch cool für die normalen Gegner. Dann würde ich sagen, das normale Zielfernrohr vielleicht auf das Maschinengewehr? Keine Ahnung. Ich mach das mal auf die Stingray. So. Wie sieht es aus? Guck mal, da sehen wir die Herzen. Oho. Okay. Ausbruch des Testsubjekts. Während eines kürzlichen Stromausfalls erwachte ein Testsubjekt aus der Kyrostase, brach aus seinem Haltetank aus und flüchtete. Ja. Habe ich bemerkt, wie es flüchtet. Das Subjekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Wie? 7 Personen starben bei dem Vorfall. Okay. Ich fragte mich schon, was der Haken ist. Ein toter Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnten bis dato nicht aus dem Körper geborgen werden. Was? Werkzeuge? Ist das wirklich ein Problem? Und nicht die 20 Toten? Die Ursache für diesen Unglücksfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Die veralteten Generatoren werden unserem anspruchsvollen Zeitplan nicht gerecht. Junge, die haben ihre Prios. Okay. Werkzeuge, ja. Ah, jetzt würde ich an der Stelle schon gern mal noch irgendwie ein bisschen Flintenmuni haben. Damit konnte ich ja jetzt nicht rechnen. Okay. Scheiße. Das Werkzeug! What? Ich raste aus. Der hat einen Schraubenschlüssel verschluckt. Kann ich den abschießen so? Ich kann. 2 zum Preis von 1. Nein. Nein. What? Und was mache ich jetzt mit dem? Oh mein Gott, ich kann die alle fertig machen? Handgranate. Das nützt mir überhaupt nichts. Okay, ich habe dieses biosensorische Scope-Teil. Die Frage ist, wie komme ich jetzt zum... Wait, ich bin hier? Da gibt es eine Schreibmaschine und einen Händler? Ist auch noch irgendwo Muni. Ja, Dankeschön. Oh. Warte mal. Komm schon. Stell dich nicht so doof an, Spiel. Oh, nice. Boah, ich fühle mich jetzt richtig OP damit. Meine Fresse. Gut. Achso, der ist auf der anderen Seite. Ich bin mir nicht sicher, wo der Händler ist. Huh. Warte mal. Ach, da ist ein Terminal. Ah. Ich dachte, da ist vielleicht nur das Scope. Ah, hier. Okay, das kann man aber auch übersehen. Kann ich da noch nicht benutzen. Einen Schraubenschlüssel. Ach so. Ach, lol. Deswegen brauche ich den. Oh mein Gott. Ja, gut. Die erwachen eh zum Leben, wenn ich das hier mache, ne? Aber mindestens einer von euch. Oh, wow. Ich kann das nicht. Ich darf die Sniper-Muni nicht verschwenden.
Scheiße. Scheiße, die... Oh, nicht gut. Okay. Die anderen kommen. Hi. Ich dachte, ich kann ihn so aufhalten. Au! Junge! Was ist denn mit ihm? Es gibt überhaupt keinen Stagger. Ich nehme das. Meine Schutzweste. Ja, scheiß noch drauf. Au! Junge, das ist aber auch beschissen hier. Bitte nicht. Oh mein Gott, ihr regt mich so auf. Wie viele noch? Boah. Gib das jetzt her. Das alles nur wegen so dummen Schraubenzieher. Puh. Gut. Cool. Damit können wir Ashley holen. Macht ihr auch noch auf, oder? Kein Stress von euch zu erwarten. Man weiß es ja nicht. Ah, das ist maximal. Dann geht die Linie doch voll. Ist okay. Ich nehme das mal noch. Ja, nice. Macht's das voll? Nicht ganz. Hab ich irgendwas übersehen? Hey, doch, hier liegt mega viel Kram rum. Ah, die haben Schätze. Oh, dann sollte ich die vielleicht doch abschießen? Auch so just for fun mäßig? Achso, da ist keiner mehr. Oh. Zwei. Wieder zwei. Cool. Ich brauche nur den richtigen Winkel. Warte hier so. Ah, schade. Hätte ich mir einen Schuss gespart. Okay, die sind super, super easy mit diesem Scope. Das hat sich definitiv gelohnt für die Edelsteine. Vier Schuss habe ich noch. Das Problem ist, die reichen nicht für alle beide von diesen Typen, ne? Ah, das hätte man gar nicht so aufmachen können. Ja, guck mal. Also von diesen anderen meine ich, die da noch in der Gegend rumschlawenzeln. Aber vielleicht können wir ja inzwischen welche craften. Das sieht auch ganz danach aus. Nee, sieht's nicht. Haben nämlich nicht die notwendigen Ressourcen. Okay, hier kommen wir zumindest zu Ashley. Ich würde tatsächlich gerne aufräumen da. Einfach nur, damit ich da nochmal gucken kann, ob ich nicht vielleicht was verpasst habe. Aber das nützt mir halt auch... Eigentlich nützt es mir auch nichts, weil ich die Schatzkarte nicht habe. Oh. Gewehrmuni. Okay. Okay, das Game will, dass ich aufräume. Ist gut. Dann machen wir das halt schnell. Liegt da noch was? Nee. Ich dachte, das wäre auch noch so ein Koffer. Ich meine, was soll der Geiz, ne? So, wo sind denn die jetzt hier? Ah! Kommen die? What? No way. Nummer 1. Nice, what? Schade. Es zählt nicht mal, ob der einen Arm davor hat. Man kann die direkt durchlöchern. Ich frag mich, warum das nicht ging, als ich die quasi beschossen habe. Und dann mit der Pistole auf die Herzen versucht habe zu schießen. War das einfach nicht stark genug? Hatte ich nicht genug Impact? Oder kann man die nur umbringen, wenn man... Naja, dieses Scope hat. Das finde ich irgendwie doof. Man sollte halt die auch so töten können. Nur halt, dass man unglaublich viel Muni dabei verschwendet. Aber das ist ja okay. Hebel zur Stromversorgung. Sezierstation. Die ganzen Türen sind hier noch zu. Ach so, die gehen zu, wenn die Stromversorgung weg ist. Ja, verstehe. Na gut. Dann haben wir hier noch
einen mächtig fetten Schatz. Aber dann ist doch richtig gut, dass wir hier nochmal geschaut haben. Gut. Dann hier noch in diesem kleinen Raum, weil ich schätze mal, da war ich auch nicht. Oder war ich hier? Ne, guck mal, ein Erste-Hilfe-Spray. Wow. Okay, alles klar. Jetzt fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Geil. Gut. Alles klar, ich glaube, wir sind hier fertig. Okay, ihr Lieben, ich habe die Krone fast wieder bunt. Tatsächlich. Ich brauche nur noch den gelben. Finde ich amazing. Also immer wieder diese brachialen Gegner, sage ich jetzt mal, hinrichten, dann kriegt man auch die entsprechenden Edelsteine. So, hat er irgendwie was Schönes? Rohstoffe. Ich glaube, die kleinen habe ich selber. Ja, in der Tat. Ich brauche halt eher die großen. Flintenmuni, MP-Muni habe ich jetzt nicht eingesetzt. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Also, falls er jetzt nicht irgendwelche neuen Waffen hat oder so. Nee, hat er nicht. Ist okay. Tunen. Meine Waren sind in einem könnten wir vielleicht mal unsere Magnum. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Achso, Messer reparieren und Schutzweste reparieren. Ja, gute Idee. Ach so, das Ding. Stimmt, wir könnten unser anderes Maschinengewehr verkaufen. Ich kaufe fast alles. Ja, let's go. Ist doch unabhängig vom... Dafür lasse ich einiges springen. Ich sag mal, ich glaube, wir haben da die Schulterstütze für, oder? So, dann lass mal das hier ein bisschen boosten. Hier, wie du es haben wolltest. Magazingröße. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Nachladegeschwindigkeit von mir aus. Ja, passt. Sehr, sehr cool. Können wir die... Ja, können wir das dann verkaufen? Das ist nur für die TMP. Ich dachte, das können wir vielleicht auch an das andere Ding dran machen, aber... Wohl eher nicht. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel... Schulterstütze, ja. 2000. Schade. Danke. Zack. Okay. Stirb mir gut. Da draußen nicht. Dann speichern wir hier mal noch und dann holen wir Ashley zurück. Ich freue mich da schon drauf, dass sie endlich wieder am Start ist. Die wird sowieso nochmal weggesnackt. Wird dann auch irgendwie langsam ein bisschen albern, aber gut. So, wir gehen zurück zur Zelle. Wir nehmen jetzt zwar den langen Weg, aber was soll's. So, hallihallo. Oh oh. Shit. Wir müssen unbedingt was finden. Oh, stimmt, wir haben ja noch eine Ration. Das Problem ist, was passiert denn mit uns? Also, Leon. Wir brauchen das auch, weil... Es wirkt nur temporär, richtig? Du wirst wieder. Ja, das ist das Problem. Oh oh, ein ganz schlechter Zeitpunkt. Heißt es jetzt warten, bis sie aufwacht? Versuchen durchzuhalten? Auf jeden Fall werden wir das in der nächsten Episode erfahren. Denn ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen, liebe Freunde. Und dann schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. Wie wir Ashley hier rausbringen am Ende des Tages, warten ja auch noch mit Sicherheit sehr viele Gegner und mindestens, glaube ich, 2 Bossfights auf uns. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das mit diesen Regeneratoren war sehr, sehr cool. Sehr scary auch. Finde ich cool, dass sie diesen Horroraspekt jetzt wieder so ein bisschen reinbringen. Das wirkt immer sehr, sehr einschüchternd und dann hat man umso mehr ein Erfolgserlebnis, wenn man dann raus hat, okay, wie kann ich die jetzt besiegen? Ich habe das richtige Item in dem Fall. Wunderbar. Ist ein bisschen sehr krass hier auf der Insel, muss ich sagen. Aber wir haben ja nur noch wenige Chapter vor uns. Ich hoffe, die werden Spaß machen und ich hoffe, ich sehe euch dann wieder. Bis dahin und macht's gut.